Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Sendung Kunst Matt. Kunst Matt heute von der Art Basel Paris. Das ist die erste Art Basel, die in Paris stattfindet. Kunstmessen sind von existenzieller Bedeutung für den Kunstmarkt und die Kunstszene. Sie bilden mit Künstlern, Kuratoren, Kunsträumen, Sammlungen, Akademien, Universitäten, Museen jene Kraftfelder, die eine Kunstszene erst stark und auch international konkurrenzfähig machen. Und wir besuchen heute die Art Basel hier in Paris, Ausdruck auch der Globalisierung der Kunstmesse Basel, die wichtigste Kunstmesse der Welt, die nach Miami, nach Hongkong, nun auch in Paris ihre Zelte aufschlägt. Sie steht wie keine andere Messe für die Globalisierung der Kunstwelt und des Kunstmarktes. Ja, und ich denke, es ist auch ein weiteres Zeichen dafür, dass Paris heute seinen Rang wieder einnimmt in der internationalen Kunstwelt und dabei ist, Städte wie London und Berlin zu überholen. Ja, ein kräftiges Lebenszeichen für die Kunst, trotz Covid, trotz Ukraine-Krieg hier in Paris. Und wir haben Galeristen, Galeristinnen zum Kunstmarkt, zu Paris, aber auch zur Situation angesichts dieser weltweiten Krise befragt. Ich darf Ihnen dabei viel Vergnügen wünschen. Seid ihr auf diese Messe gegangen, Art Basel Paris? Wir machen Paris schon seit 12 Jahren. Ja. Genau. Aber das war eine andere Messe, das war die FIAC. Genau. Ja. Für uns war Paris immer ein guter Standort als Galerie. Es war ja bislang eigentlich Berlin der Ort für Künstler, London der Ort auch für den Kunsthandel. Wird Paris London und Berlin ablösen? Ich glaube, es steht in den Sternen. Ist Paris attraktiv für Künstler? Ich glaube, jede Stadt hat immer wieder so seine Ups and Downs. Und das ist ja auch das Schöne. Was ist an der Messe wichtig? Also es hat sich ein wenig herauskristallisiert, dass Paris ein sehr wichtiger Standort geworden ist. Nachdem lange Jahre zwischen London und Paris ein bisschen an Konkurrenz da war, glaube ich, dass Paris jetzt endgültig das Rennen gemacht hat. Auch weil Brexit es problematischer macht, mit England zu dealen. Natürlich, ja. Natürlich. Es sind aber auch die Lebensbedingungen für Künstlerinnen nicht mehr so einfach, wie es mal vor Jahren war. Und in unserem Fall sind viele Künstler tatsächlich nach Paris gezogen. Auch von London, so wie Cecil B. Evans, die wir hier zeigen, aber auch Philipp Timmischl, der jetzt nicht aus London kommt, sondern aus Wien nach Paris gezogen ist und hier ein sehr liberales Umfeld genießt als Künstler. I think it already is, actually. The last few years, a lot of things has changed. And we started we branched out to Paris, because we're based originally in Stockholm, 3.5 years ago. And during these years, so many things have happened. And so many people are coming here and opening galleries. So I think it is already, actually. And I think it's going to go up. Erlebt man etwas von der Stadt Paris, wenn man auf so einer Messe ist? Oder ist man eigentlich nur für die Kunst da und für den Verkauf auf der Messe? Also wir versuchen immer auch Ausstellungen anzuschauen. Es ist eigentlich immer wichtig, dass man sich auch inspiriert, gerade in so Zeiten von Messen, dass man auch mal wieder in ein Museum geht und eine Ausstellung ansieht. Also dafür ist Zeit. Man muss sich das ein bisschen nehmen, aber es lohnt sich eigentlich immer. Ich glaube, Paris ist auf alle Fälle wieder eine Metropole geworden. Ich bin mir sicher, dass Brexit da was zu tun hat. Ich habe mit vielen Kollegen aus London gesprochen, die spüren das. Und es ist eine andere Situation geworden. Und ja, Paris ist sicher gerade sehr spannend. Aber auch, muss ich dazu sagen, es sind sehr viele, die Kunstszene auch von den jungen Galerien ist so viel spannender geworden. Es ist wirklich, was da jetzt abgeht, ist toll. Also auch von den Kuratoren, von den Kritikern. Es ist die Activity ist. Es wird was. Ja, ja.
gewisses Zeug wiederum zur Kulturmetropole Europas zu werden? Definitiv. Berlin ablösen und London? Ich bin immer sehr vorsichtig, weil wir sind in einer sehr globalisierten Welt und Europa ist, wo ich England nach wie vor dazu zähle, ist ein kleiner Bereich, wo Künstlerinnen sehr einfach reisen können. Und ich glaube, das wird sich weisen, aber im Moment ist Paris stark und der Markt ist stark. Und was sicherlich ein großer Unterschied zu England, Deutschland, aber auch Österreich ist, ist diese starke Vernetzung auch zwischen Unternehmen und Kunst. Mhm. Also wir haben hier auch mit einer zum Beispiel Modeindustrie zu tun, die sehr intensiv in Kunst investiert ist. Man spürt das auf vielen Ebenen. Ja. Man spürt das durch ein internationales Publikum, man spürt das durch eine bessere Organisation, man spürt, dass hier ein Profi am Werk ist. Und mich muss sagen, also das zählt für mich primär, dass man hier mit einem professionellen Messeveranstalter zu tun hat, die aber sehr bedacht sind, auf das lokale Ökosystem zu stützen. Ich habe sehr viel Glück gehabt und bin eigentlich Teil vom Selection Committee. Und meine Aufgabe ist, die jungen Galerien hier auszusuchen in der Emerging Section. Das heißt, ich bin gemeinsam mit Isabel und Marc, suchen wir von der ganzen Region sehr viele Galerien aus. Und dadurch bin ich auch, haben sie mich eingeladen, natürlich hier auf der Messe zu sein, in der Main Gallery Section. Ja. Man hat es hier mit einer großen Menge nach wie vor an französischen Galerien zu tun. Und insofern hat sich das jetzt nicht groß verändert zu einer französischen Messe. Und das ist, glaube ich, der Basel, das sind der Profis und das Team ist das sehr sensibel, was diese lokalen Besonderheiten anbelangt. Was ist die Idee, auf der Messe auch junge Galerien einzuladen, um auch sozusagen nicht nur Jugend herzukriegen, sondern auch für die Zukunft vorzubauen? Also für mich persönlich sind diese Sektionen hier wie die Emergent oder Positions and Statements besonders wichtig auf jeder Messe, weil sie einfach auch viel Energie reinbringen. Weil viele von den jungen Galerien zeigen auch Videos, Installationen, Fotografie, auch so ein paar Positionen, die manchmal hier auf den größeren Ständen gar nicht so die man nicht so leicht anfindet. Mixture of female and machine. Yes, it's a female power in a way, isn't it? It's Kajsa von Seipel, a Swedish born artist, but she lives in New York since almost 10 years so back. It's a female? Yes, it's a she, Kajsa von Seipel. Uh-huh. And first of all, you have the technique, I think. This is a match about sculpture, how to do a sculpture, how to break up the anticipations we have of how a sculpture should be or look. Like the material, it's silicone and ready-made, and silicone, it's a material that is used from everything to kitchen utensils to sex toys. So it's a very sort of, it's a versatile material. And it's also sculpted. It's like Kajsa sculpts the faces, molds them, and then makes them in silicone, paints them. But she describes them also as almost like sketches or stream of consciousness, but she works in 3D instead of two dimensional.
But also, of course, the narrative, the topic in it, it's I would say it's about female sexuality, female reproduction, and also about the new body again. Like we talked about before the digital experience. I think it refers a lot, actually, to the fact that we are leaving our bodies nowadays. We are in metaverse. We will be that more and more, and we can also manipulate our bodies so much. Sucht sie Messen aus? Also warum geht sie nach Paris und warum geht sie zum Beispiel nicht auf die Frieze? Ja, wir lieben Paris und die Art Basel ist nach wie vor die wichtigste Messe und das ist einfach die perfekte Kombi. Well, for us, Basel is the most important umbrella fair. And of course for us also, so now when we are in Paris, we're very happy. It's important for us to do it, and so that when we're happy to be here, because there were many applicants for this fair, and since we are in this temporary space, it cannot accept so many as normal. And in general, art fairs are important. It's not only that you meet new collectors, but you also meet the museums, you meet the journalists, the curators, and you also meet your colleagues. Mm-hmm. You have interesting discussions with your colleagues, so it's also a way for you as a dealer, a gallerist, to develop and to connect. Auf solcher Messe. Ich habe so sehr viele schon gemacht. Mhm. Ist es etwas, was man gerne macht? Oder fühlt man sich eigentlich in diesem Geruch von Plastikböden und Künstlichkeit, fühlt man sich da überhaupt wohl? Ja, es ist merkwürdig, weil eigentlich würde man denken, eben, dass man sich so ausgestellt fühlt oder so, aber man ist wirklich so konzentriert am Arbeiten. Und es gibt ja auch so ungeschriebene Regeln, wie man sich verhält an einer Messe, die Sammler, die Galeristen. Und das funktioniert eigentlich alles so gut, dass es, ja, ich finde, die Messen sind einfach sehr effektiv und deshalb fühlt man sich eigentlich am Schluss schon wohl. Also es funktioniert einfach. Könnte eine Galerie, also auch ihr, könntet ihr ohne Messen überleben? Ich glaube schon, aber man würde dann, man müsste wahrscheinlich die Strategie der Galerie anders ausrichten. Aber ihr seid schon eine Galerie, die auch in der Galerie noch was macht. Ja, die Galerie ist nicht nur ein Büro und man ist nur mehr auf Messen. Also am Ende geht es ja um den Inhalt. Mhm. Und Messen sind wichtig, aber ich finde, die Galeriearbeit ist genauso oder noch viel wichtiger. Also Messen macht man wie parallel dazu. Wie wichtig sind Messen für euch? Und wie wichtig ist es auch, die Balance zu halten zwischen Galerienarbeit zu Hause und dieser Präsenz auf internationalen Messen? Ja, also ich meine, ich bin ein großer Fan vom Wiener Markt, der auch sehr stark geworden ist in den letzten Jahren und für mich sehr wichtig geworden ist. Das heißt, wenn ich auf eine Messe gehe, ist es für mich wahnsinnig wichtig, dass ich gute Geschäfte mache, weil ich nicht nur diese Kosten habe, diese hohen Kosten einer Messe, sondern auch Geschäft verliere, das ich in Wien in der Zeit auch machen könnte. Und deswegen ist es mir sehr angenehm, wenn es eine gut funktionierende Messe gibt, weil sonst ist es obsolet. Ja? Messen sind wahnsinnig wichtig, ja? Aber nur, wenn sie funktionieren. Ja? Wann war es jetzt zum ersten Mal auf einer Messe? Schon gleich zu Beginn, als wir noch ein Offspace waren. 2007 waren wir schon in Miami als Karma International Offspace. Das war aber eine große, wie soll ich sagen, eigentlich eine tolle Sache.
Ja, wir lieben es immer. Das ist nicht selbstverständlich, ne? Aber wir haben eigentlich von Anfang an Messen gemacht, weil es wie toll ist, im Austausch zu sein. Und an Messen trifft man halt immer Leute, die man sonst in Zürich nicht trifft. Mhm. Und es ist wie auch ein bisschen eine Familie. Es kommt immer darauf an, was du möchtest mit einer Galerie. Für mich, dadurch, dass ich aus Wien bin, ist es mir sehr wichtig, dass ich auch Kontakt zu Europa habe und dass ich ihn auch ausarbeite. Und hier, was ist das Spannende an der Pariser Messe, ist, dass viele Leute auch von, sogarweise von Frankreich, aber auch Benelux, von vielen Plätzen kommen. Es sind sehr, sehr viele asiatische Collectors auch. Das habe ich gemerkt in der Zeit während der Pandemie, wie wichtig das auch einfach ist, wie immer wieder seine Kunden aufzufrischen und neue Kontakte. Auch persönlich für mich, der Kontakt mit Kuratoren ist einfach auch das Spannendste und der Austausch. Und da braucht man die Messe auch, um diese neuen Kontakte herzustellen. Aber ich denke, es gibt immer noch genug junge Messen. Also es gibt hier diese tolle Paris International, die es immer noch gibt, die eben ein ganz anderes Spektrum abdeckt. Und ich denke, es ist gar nicht falsch, dass man in Asien, in den Staaten und dann in Europa zwei Art Basel hat. Also das finde ich gar nicht so verkehrt. Is there another clientele coming? Compared to before? Before, or? Yes. No, it's the same, I would say. Yeah. Yes, and it's still a strong interest for contemporary art. And actually, I think there's a strong interest in just learning to know new topics, new subjects, and you reach that through art. So, I mean, the artists that we have in our booth, many of them, they work with researchers, laboratories, and people are really keen on knowing more. And so it's still a strong interest and good energy. Also Menschen, die Kunst kaufen, sind es jetzt andere noch? Es gibt eine neue Generation an Sammlerinnen, die auch sich sehr gut bewegen. Also ich habe auch in diesem Jahr sehr viele Österreicher hier gesehen, die einer neuen Generation, die sich schon sehr gut vorinformiert haben und durchaus auch schon ernstzunehmende Sammler und Sammlerinnen. Das Klientel, eure Käufer, einerseits durch Corona, was den Flugverkehr eingeschränkt hat, die Reisetätigkeit eingeschränkt hat. Viele Sammler sind ja nicht die Jüngsten, die reisen auch nicht gerne. Jetzt haben wir einen Krieg in Europa. Wirkt sich das irgendwie aus oder spürt ihr das gar nicht? Ich glaube, das wird sich erst später das wird man erst später sehen. Ich glaube, es ist noch zu früh. On a personal level, yes. I mean, me and people I talk to are very, it's like you have a little cloud over you. I mean, people are very aware of it. But financially, not yet. It hasn't really reached our arena. People that I asked that are in finance that said it will happen, we'll see. Man spürt schon ein bisschen, also ich glaube, man fühlt ein wenig, dass die Leute etwas konservativer sind im Ankauf. Also wir haben vor allem auch hier jetzt mehr Malerei verkauft. Ich glaube, man spürt es, ja. Ich meine, Inflation ist ein Topic, das überall angesprochen wird. Wobei muss ich sagen, dass viele von den Großen, von den Hauptsammlern, für die ist das nicht ganz so relevant. Easier to find interest for paintings, but at a fair like this, actually, I've been meeting so many people that are more interested in conceptual art and installations, and so while in the gallery, it's often a bit easier, to find homes for the paintings.
Termin, eine gute Messe. Also ich glaube, eine Messe, auch überleben. Eine Messe hat einen Vorteil, einen großen, nämlich ein Publikum zu mobilisieren, die es vielleicht nicht gewohnt sind, in Galerien zu gehen. Mir wäre es natürlich lieber, mehr Publikum in der Galerie zu haben, das ist klar. Aber die Realität ist eine andere und Messen helfen im Grunde, Schwellenängste abzubauen und eine stärkere Nähe zur Kunst zu schaffen. Und wenn das ein erster Schritt ist, da Beziehungen aufzubauen, finde ich das sehr gut und fände das auch sehr wichtig für Wien. Ja. Da bin ich mir nicht genau sicher, ob Wien da die beste Plattform ist. Ich habe Gott sei Dank ein paar sehr gute Wiener Sammler, mit denen ich gut in Kontakt bin, aber die kommen mich auch gerne woanders besuchen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich nach Wien komme, ob das finanziell wirklich die beste Entscheidung ist. Also weniger und besser? Ja, also weniger, besser. Es gibt jetzt einen neuen Ansatz der Vienna Contemporary, die im Kursalon stattfindet. Das finde ich sehr interessant, hat Potenzial. Es gibt die Spark Art Fair, wo wir jetzt über die Zukunft im Moment nicht Bescheid wissen, weil sie im Moment einen neuen Leiter sucht. Also ich hoffe, dass sich da eine oder zwei gute Messen à la longue durchsetzen werden. Könnte Wien eine gute Messe haben? Oder ist Wien ein Standort einfach nicht interessant? Ich glaube, es könnte eine gute Messe haben. Wie wir der Presse entnehmen konnten, gab es auch in Wien schon wieder Entwicklungen an den Führungsspitzen gewisser Messen. Also Wien ist ein kompliziertes Pflaster für Messen, ja, das muss man schon sagen. Aber Wien hat auf jeden Fall das Potenzial, eine gute Messe zu tragen. Why is Vienna not a place for a fair, or should there be another fair? I don't know. Yeah. I haven't visited the fair. No, yeah. I don't go. No, but that is mainly because you have to choose. I mean, you can do two or three fairs per year as a gallery of our size, and then you have to get the works, right? And you have to present a proper booth, you know, an interesting booth. So therefore, if you do Barcelona, you do maybe one more fair. Mm-hmm. It's it takes too much resources actually to go through all the smaller fairs as a gallery. Mm-hmm. So I think that's the main the main reason actually. Right. But then of course you also choose these fairs for where they are. Do you have a lot of institutions or collectors in the area? Mm-hmm. So it's a complex system.